This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Das ist heute die vierte Diskussionsrunde nach der vierten Lesung von Henry Gretten Guinnesses Buch Romanismus und die Reformation. Die Mikrofone sind jetzt geöffnet und jeder wird dazu aufgefordert, wenn er das denn möchte, irgendwelche Beiträge zur Diskussion zu liefern. Heute am 7. Oktober 2018, kurz nach 10, dass wir uns noch ein bisschen über das gerade eben Gelesene ein wenig unterhalten können. So, das war es jetzt von mir. Jetzt gebe ich euch mal das Wort. Da kommen nicht viel Wörter. Der Anfang irgendwie, ne? Hat denn keiner irgendwie eine Frage zu dem, was ich gelesen habe oder was ich erklärt habe? War das alles so deutlich, so selbsterklärend? Ja. Kurz und trocken. Wir danke, der Michael. Der Ja. Okay. Ja. Das war super, danke, Jörg. Sehr lehrreich, sehr eindrucksvoll auch, das Ganze. Es macht so einen Spaß, ich könnte eigentlich drei Stunden Videos machen davon, anstatt immer nur eine Stunde. Ja, ganz meiner Meinung. Machen wir das. Das Problem ist, dass die meisten Leute keine Aufmerksamkeit für drei Stunden haben. Den meisten fällt sogar schon mal schwer, eine Stunde zuzuhören. Aber... Ach, Andreas ist schon weg, das war schade. Den meisten fällt es ja schwer, eine Stunde zuzuhören. Ich meine, da sieht man ja an den Videos, ne? 20 Minuten oder sowas werden meine Videos im Schnitt geguckt. Ist ja nicht lang, ne? Weiß ich nicht. Ich kenne deine Statistiken da nicht, aber ja, ich denke mal so, das passt ja schon. Und von mir auch erstmal herzlichen Dank. Ja. Also ich bin froh, dass ich habe auf die Uhr geguckt, als du mit der ersten gerade durch warst und froh war, dass du noch die zweite hier mitlesen tust. Und um das mit dem
mit dem Eintritt Amerikas sozusagen in die Weltkriege und dann sich als Drachen zu zeigen, jetzt mal zu untermauern. Ich habe das zwar noch nie von gehört, aber jetzt mal so spontan mit meinen Geschichtskenntnissen, scheint so zu sein. Ich glaube auch nicht, dass man daran rütteln kann. Ich wüsste nicht wie, mit welchem Argument, ja. Also von daher einfach mal so, sehe ich genauso. Naja, also prinzipiell hatte ich bis jetzt das Verständnis, dass ich sagte, als die Vereinigten Staaten von Amerika noch Kolonien waren, die britischen Kolonien, da waren sie ja protestantisch. Da war den Katholiken verboten, Weihnachten zu feiern. Da war ihnen verboten, Messen abzuhalten. Da war Katholiken verboten, politische Ämter zu bekleiden. Dann kam 1776 die Unabhängigkeitserklärung und 1789 die Gründung der Nation der Vereinigten Staaten von Amerika mit der Verfassung. Und den Zusätzen der Verfassung, der sogenannten Bill of Rights, wo eben auch neben anderen Rechten Religionsfreiheit gewährt wurde. Und diese Religionsfreiheit hat natürlich nur den Katholiken in die Hände gespielt, weil die ja vorher mehr oder weniger unterdrückt waren. Waren ja auch nur 1,8% der Bevölkerung, ne? Zu der Zeit vor 1776 hatten wir 2,5 Millionen Bewohner in den Vereinigten Staaten von Amerika, also in den Kolonien. Und davon waren knapp 200.000 Katholiken. 20.000, Entschuldigung. Also noch keine 2%. 1,8% von 2,5 Millionen. Rechnet selbst aus. Ich habe keine Lust zu rechnen, wie viel das sind. Und durch diese Religionsfreiheit hat natürlich Amerika als eine Nation, als die Vereinigten Staaten von Amerika, ein anderes Gesicht gezeigt, als davor die Kolonien das getan haben. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika war von Anfang an jesuitisch kontrolliert. Von Illuminaten und Freimaurern errichtet. Und da hat ja Stefan jetzt wunderbar Herrscher des Bösen gerade rechtzeitig zu übersetzt. Wenn man sich das durchliest, dann versteht man das ja. Da muss man ja nur das erste Kapitel lesen. Ich meine, Herrscher des Bösen ist ein tolles Buch mit 25 Kapiteln. Aber wenn man das erste Kapitel gelesen hat, braucht man den Rest nicht mehr lesen. Ehrlich gesagt. Ja? Das ist so deutlich. Und da kann man natürlich auch sagen, das ist der Augenblick, an dem das Tier sich vom Protestantismus verändert hat, in wo es sein wahres Gesicht zeigt, weil es eben jetzt auf einmal römisch-katholisch regiert ist. Das war es davor nicht. Die Kolonien waren protestantisch regiert. Also man kann da in eine, ich sage jetzt mal, Diskussion eintreten, ob das der Zeitpunkt ist. Deswegen habe ich auch gesagt, eine Möglichkeit finde ich ehrlich gesagt das, weil in der ganzen Zeit zwischen 1776 und Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 haben die Amerikaner ja nicht irgendwie ein äußeres Auftreten gehabt, wo sie die Dinge erfüllt haben, die in der Offenbarung 13 dem zweiten Tier zugesprochen werden. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie das gemacht, oder mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, um den Zweiten Weltkrieg zu beenden mit den Atombomben, da haben sie es gemacht. Da haben sie Feuer vom Himmel geschmissen, wie es, glaube ich, auch in der Offenbarung heißt. Ja? Und deswegen meine ich, dass das der Punkt wäre. Aber ich will da gar nicht drüber streiten oder dogmatisch drüber sein. Es ist sicherlich auch möglich, dass es 1776 war oder vielleicht ein anderes Datum dazwischen, was mir jetzt im Augenblick gar nicht einfiele, welches das sein könnte. Ich wollte das halt nur mal in den Raum reinwerfen als Diskussionsbasis und als Fragestellungsbasis für Leute, die vielleicht noch nicht dieses Geschichtsverständnis so auf die Art und Weise haben. Also. Aber für mich, nachdem ich hinter den Diktatoren jetzt abgeschlossen habe, und ich glaube, ich habe das auch erwähnt, ne, Viktor, während unserer Lesung zum Ende, dass ich das gesagt hatte, dass ich den Eindruck habe, dass der Vatikan Deutschland diese Macht nach dem Zweiten Weltkrieg genommen hat, weil eben Gott es eben anders vorhergesagt hat. Gott hat gesagt, Amerika ist das zweite Tier und nicht Deutschland. Wenn Papst Leo der 13. von Deutschland das zweite Tier machen wollte, weil er gesagt hat, Deutschland soll das Schwert der römisch-katholischen Kirche werden, dann ist er mit seinem Wunsch gegen die Prophezeiung von Gott eingegangen. Aber niemand kann gegen die Prophezeiung von Gott angehen. Und deswegen hat sich für mich das etabliert, dass ich sagte, Ende des Zweiten Weltkriegs ist für mich der Zeitpunkt. Aber bitte, wenn andere Leute da gerne was zu sagen möchten, bitte, ja, bin immer offen. Der sichtbare Zeitpunkt halt, ne? Ich denke aber, dass es halt schon viel früher dem
nicht unklugen Jesuiten klar war, dass das Tier aus der Wildernis die Vereinigten Staaten sind, die dann auch über Umwege dazu geführt haben, mit dem Kriegseintritt 1917 dann halt da mit dafür zu sorgen, dass zusammen mit dem britischen Empire, dass die Balfour-Deklaration da verabschiedet wurde. Ich will jetzt nicht alles zusammenmischen, aber ich halte das Papsttum der Jesuiten nicht für so unklug, die Prophezeiung nicht richtig interpretieren zu können. Deswegen meine ich jetzt auch das sichtbare Zeichen 1945 mit dem Atombomben. Aber ich denke, das ist halt einfach schon viel früher klar geworden, dass man seinen Wirkungskreis auf die USA übertragen muss und demzufolge dann auch die Gründung des Staates Israel dann da mit zur Sprache kommt. Und da sind ja Großbritannien und dann auch durch den Kriegseintritt die USA ja maßgeblich daran beteiligt gewesen. Denn hätte das Deutsche Reich den Krieg erfolgreich geführt, hätte Großbritannien ja nicht... Palästina, wäre die Balfour-Deklaration ja sozusagen unnütz gewesen, weil ja dann Palästina eh nicht mehr den Briten gehört hätte. Auch die Geschichte mit den Red Lines, ne, irgendwo, dass dann entsprechende aus dem Nazi-Regime dann einfach übernommen wurden. Oder geht doch eigentlich auch dann im Zusammenhang damit, oder nicht? Ja, die haben natürlich dann noch nicht mal die Seite gewechselt, sondern haben ja eigentlich dann weitergemacht und das ja dann auch sozusagen mehr als ein Indiz dann dafür, dass die Sache sicherlich nicht in den letzten Kriegstagen ad hoc entschieden worden ist, sondern schon länger geplant worden ist alles. Ne? Sprechen auch die Brandbomben für, finde ich. Also ich finde, das ist immer auch, was du auch meintest, Jörg, mit den gotischen Invasoren, ne, wo die einen schweren Schlag bekommen haben und so. Ich glaube, das ist wirklich auch tief in der römisch-katholischen Kirche etwas, wo das zum Ausdruck kommt. Ne? Wenn man sich anguckt, was die Amerikaner hier in Deutschland dann noch, wo eigentlich Deutschland schon verloren hatte in dem Sinne, ja, was hier noch angerichtet wurde, in zum Beispiel Dresden oder ich komme aus Braunschweig. Braunschweig ist auch ein gutes Beispiel dafür, wo von einer alten mittelalterlichen Stadt durch Brandbomben quasi irgendwie 96% der gesamten Häuser halt abgebrannt sind, steht das im interessanten Zusammenhang. Ne? Wieso sollte man denn Brandbomben auf die Bevölkerung abwerfen? Ja, und auch gezielt nicht auf irgendwie Rüstungsstandorte oder sowas, sondern auch wirklich Städte, Bevölkerungsstädte und mit Brandbomben. Wenn es da keinen anderen Grund für geben würde, außer, ne, wenn man da jetzt wieder hinzuzieht, die römisch-katholische Kirche und die den Tod durch Feuer für Ketzer als geeignetsten ansieht, sag ich mal. Ja, und also, da steht ja in Offenbarung 13 geschrieben, dass das zweite Tier Feuer vom Himmel regnen lassen wird. Ja, ne? Genau. Genauso ist es ja passiert, ne, mit den ganzen Häkchen mittelalterlichen Städten in Deutschland. Ja, und du darfst ja auch nicht dabei vergessen, den Punkt, Maximilian ist es jetzt, oder? Ja. Ja. Du darfst ja dabei vielleicht auch den Punkt nicht vergessen, dass dann die Kriegsführung selber ja einen ganz großen Profit abwirft. Also jede gefertigte Bombe, jeder gefertigte Flieger und so weiter ist ja dann auch Profit für die Rüstungsunternehmen. Und die kriegen ja meiner Meinung nach dann über die Infrastruktur, über die Rohstoffe, über die Bodenschätze und über ihre Rüstungsgüter, die sie dann ja da über der Bevölkerung sozusagen abregnen lassen, kriegen die dann ihren Judaslohn. Die einen haben halt den spirituellen Erfolg und sagen, ah, guck mal hier, wir haben jetzt meinetwegen die Prophezeiung erfüllt oder wir haben unsere Agenda weitergeführt, aber die anderen, die weltlichen Mächte, die Könige sozusagen und die großen Kaufleute der Welt kriegen dann ihren Judaslohn, also quasi dann in Form von Rüstungserfolgen, Aktienkursen, die steigen, Umsatzbeteiligung und so weiter, das ist quasi dann deren 30 Silberstücke. Das ist bezeichnend, auch für Geschichte generell oder für Wirtschaft irgendwo, ne? Weil immer mit irgendeinem großen Skandal steht immer irgendwie ein absoluter Boom im Aktienkurs in so einem Zusammenhang. Ne? Ob das jetzt Rüstungsindustrie ist und ein Eintritt von einem Land in einen Krieg, ja, dann explodieren da schon mal die Kurse nach oben. Oder ob es, ich erinnere mich jetzt hier noch an den VW-Skandal zum Beispiel, was ist direkt am ersten Tag passiert, als das publik wurde mit dem Skandal, die Aktie von VW ist durch die Decke gegangen. Ne? Nachdem sie erst kurz nach unten gegangen ist, ist sie dann komplett durch die Decke. Also irgendwie auch ein interessantes Verhältnis dazu. Und im Zusammenhang mit dem Krieg damals, denke ich, ja eine Win-Win-Situation im teuflischen Sinne irgendwie. Ne? Stimme ich dir schon zu.
Ja, und vor allen Dingen, wer heutzutage noch an eine ungeregelte Marktpolitik denkt, dem ist ja nicht mehr zu helfen. Also ich habe einen Bekannter von mir, ein guter Freund. Eine geregelte, meinst du? Ja, genau, eine geregelte. Hab ich erwartet, was habe ich gesagt? Ungeregelt, meine ich, hast du gesagt. Okay, doch mal, der Satz wäre richtig. Wer an eine ungeregelte Marktwirtschaft glaubt, dem kann ich da dann auch nicht so wirklich helfen, denn die ganzen marktkonformen Grundsätze, die ja so ein Costolani oder so mit den Aktienkursen da mal protegiert hat, die gibt's ja sogar, die gibt's ja sogar nicht mehr. Die ganzen Sachen sind ja auch mit Insiderwissen und mit einer extrem schnellen Verbindung zwischen den einzelnen Börsen und zwischen den einzelnen Spielern dann ja dermaßen untransparent, dass es ja gar nichts mehr damit zu tun hat mit Nachfrage und Angebot. Sondern da gibt es ja so schnelle Internetverbindungen, so schnelle Kabelverbindungen unter dem Ozean, irgendwo habe ich mal gelesen, sodass ja dann Börsenkurse in Mini-Bruchteilen einer Sekunde dann manipuliert werden können. Da hat also nichts mehr mit Angebot und Nachfrage, sondern nur noch mit Insiderwissen zu tun. Und von daher kriegen wir überall so einen Schleier auf die Augen gelegt und alles in bester Ordnung, gehen so weiter, hier ist nichts zu sehen. Wobei dann die Spieler eigentlich das Spiel unter sich ausmachen und in jedem Spiel, in jedem Krieg ist immer die eigentliche Bevölkerung immer der Leidtragende, meiner Meinung nach. Das ist auch dieses bekannte Zitat, wenn der Mensch das Finanzsystem verstehen würde, dann hätten wir am nächsten Tag Bürgerkrieg oder so. Oder so in der Art, glaube ich. Ja, Henry Ford, glaube ich, war das gewesen. Ja, genau. Der mal da gesagt hätte, wenn die Leute wüssten, hätten wir morgen eine Revolution oder so ungefähr, ja. Mhm. Zu wenige Wissens, ja. Ich ziehe mich selber auch nicht dazu, ne? Das durchblickt man ja kaum irgendwie. Also ist auch so gewollt. Ja, Henry Ford ist auch eine durchaus sehr interessante Gestalt in puncto Zweiter Weltkrieg. Was ist denn das hier für ein Video, Alexander, was du reinstellst? Das ist ein Ex-Banker, der Ronald Barnett. Eben der rollt das auch kurz auf in seiner Lebensgeschichte, wie er da eingezogen wird in die ganze Bankeninstitute und wie das kontrolliert wird durch ganz wenige Leute. Und er wird ja auch mit einbezogen, die ganzen Satan-Rituale mit Kinderschändungen, und da bricht er dann zusammen. Sorry, ich wollte kurz unterbrechen, ich muss eben bloß meine Freunde von der Spätschicht abholen. Also, wenn man später, zumindest so eine halbe Stunde wieder da. Macht's gut. Okay. Dann. Jo. Ja. Tschüss. Also, er lebt einfach noch, weil er nicht die Namen nennt. Aber er war ziemlich am Tode, glaube ich auch schon. Ja, er muss für mich die Namen nicht nennen, weil die Jesuiten und den Vatikan erwähnt er doch sowieso nicht, oder? Nein, das macht er auch nicht. Aber es ist interessant, dass er das so offen ablegt, also seine Geschichte, dass er überhaupt noch lebt, das ist auch ein Wunder. Ja, da gibt es verschiedene. Ich habe auch schon mal Videos gesehen von einem niederländischen Banker, der das auch gemacht hat, der da auch ein Interview gegeben hat und frei raus erzählt hat. Aber von solchen Sachen darf man sich nicht blenden lassen, weil die Leute sagen immer nur die Wahrheit bis zu einem gewissen Grad. Ja, ja, logisch. Ja, du sagst ja logisch. Ich sage dazu, es geht nicht nur darum, was du sagst, es geht darum, auch darum, was du nicht sagst. Und das haben wir letztes Mal schon gehabt. Ja, werden wir immer wieder haben. Ja. Der Punkt ist doch, wenn ich nicht die ganze Wahrheit sage, dann lasse ich ja immer einen Teil weg. Und warum tue ich das? Aus Lebenserhaltungssucht für mich selber? Aber warum sollte ich denn mein eigenes Leben hier auf dieser Erde erhalten wollen, wenn ich doch sowieso nur glücklich bin bei meinem Herrn Jesus Christus? Mhm. Je schneller der mich holt, desto besser, weißt du? Deswegen nehme ich kein Blatt vor den Mund und werde ich auch niemals tun. Und solche Leute, ich meine, es ist ja schön, dass du das Interview hier reinstellst. Ich will es ja gar nicht kritisieren. Und viele Leute werden da vielleicht eine ganze Menge von lernen. Also jeder, der das gerade eben hier gesehen hat, schau sich das vielleicht mal an. Wenn ich dran denke, werde ich den Link auch in die Beschreibungsbox des Videos, wenn wir die Diskussion hier hochladen, mit reingeben. Dann kann jeder sich das anschauen. Es gibt sicher Leute, die da was von lernen können. Nur ich sage vorher bereits, dieser Mensch lässt die wichtigsten Spieler aus. Ja, logisch. Und das ist genauso wie mit diesen Büchern von Edward Griffin, The Monster from Jekyll Island und solche Sachen. Die sprechen auch nie über die jesuitische, vatikanische Verbindung. Sie lassen die wichtigsten Spieler aus.
Und von daher sind diese Videos auch nur in die Irre führend. Ich meine, da kann ich genauso gut Alex Jones gucken. Ja? Um jetzt ein bisschen übertrieben zu sagen. Da kriege ich auch nur kontrollierte Disinformation oder kontrollierte Information. Ja? Das ist eben das Problem mit solchen Sachen. Aber wie gesagt, gut, dass du es reingestellt hast und es gibt sicher viele Leute, die noch auf einem anderen Wissensstand sind, denen das vielleicht helfen kann. Aber es ist wichtig, dass wir hierbei berücksichtigen, dass die römisch-katholische Kirche durch ihre päpstlichen Ritterorden, hauptsächlich die Ritter von Malta, die von den Jesuiten kontrolliert werden, den ganzen weltweiten Handel, sowohl Banken als auch Wirtschaft, in der Hand halten. Ja? Ich hatte jetzt letztens irgendwann nochmal eine Lesung, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, und da hatten wir nochmal auf Offenbarung 18 eingegangen. Und ich hole ja immer bei Offenbarung 18 Vers 23 an. Das habe ich ja schon öfter gemacht. Das werde ich jetzt mal nicht machen. Ich werde jetzt mal nicht den Vers anhalten, sondern ich werde jetzt mal die Verse 11 bis 15 vorlesen. Da geht es um die Kaufleute der Erde. Ich meine, da geht es um das, was wir uns mal vor Augen halten sollen, wenn wir uns mit diesen Sachen beschäftigen. Es steht hier ab Vers 11 in Offenbarung 18, und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Thujaholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus wertvollstem Holz und aus Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen. Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir entschwunden, und aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden, und du wirst sie niemals mehr finden. Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Fernes stehen. Sie werden weinen und trauern und sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet. Und jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind, und die Matrosen und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von Ferne und riefen, als sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sahen. Wer war der großen Stadt gleich? Wer ist dem Tier gleich? Wer kann Krieg mit ihm machen? Offenbarung 13, hier sehen wir eine Verweisung dazu im letzten Vers. Und Seelen der Menschen, wie wir hier lesen. Ja, es wird gehandelt mit den Seelen der Menschen. Die Seelen der Menschen werden betrogen, alles drum und dran. Offenbarung 18 ist ein sehr wichtiger Teil, wenn wir über die Händler dieser Welt sprechen. Ja? Wie gesagt, ich hatte bis jetzt ja immer vor allen Dingen den 23. Vers angeholt, wo dann hier steht, denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch ihre Zauberei oder durch deine Zauberei, Pharmakeia, wurden alle Völker verführt. Immer wichtig, die Bibel damit anzuholen. Und solche Leute, wie der hier das Interview gibt, da, ob das jetzt ein Schweizer ist, ein Niederländer, ein Engländer, Amerikaner, whatsoever, spielt keine Rolle. Wenn sie die religiöse Verbindung rauslassen, dann ist ihre Information meines Erachtens nicht so viel wert, wie sie sonst wert sein könnte. Wie Martin Luther sagte, du bist nicht nur verantwortlich für das, was du sagst, sondern auch für das, was du nicht sagst. Und dem darf man Bewusstsein unterstellen, wenn ich mich mal so reinwerfe. Denn ich erinnere mich, dass ich den oder einen anderen da auch mal vor über einem Jahr, und dann war der aber relativ schnell weg von der Bildfläche. Und dann spielt es eigentlich auch keine Rolle, ob der wirklich tot ist oder eben nur rausgenommen wurde. Und denn die wissen sehr wohl um einige Hintergründe, die sie nicht sagen. Und von daher, das sogenannte System oder ne, dahinter steckend Satan muss ja so viel Wahrheit preisgeben, dass es die eigene Glaubwürdigkeit kurz vor Ende nicht völlig verliert. Denn dann bricht ja sowieso sofort alles zusammen. Und so wird es ja nun mal auch nicht kommen. Also bis zum Ende bleibt es dran. Und von daher, man bezeichnet sie, glaube ich, als falsche Propheten. Ne? Also ganz einfach. Ja, Bernd stellt hier die Frage, ob nicht mit Geburtsurkunden an der Börse gehandelt wird. Ja. Na klar, das ist das Ding so. Mit dem Strohmann-Konto. Das hängt mit dem Strohmann-Konto zusammen. Das hängt zusammen mit dem Akt de Seske Kivi. Ja. 1666 nach dem Brand in London. 1666, 1666, interessante Jahreszahl. Das
Schaut, jetzt werdet ihr vielleicht lachen und sagen, ach Jörg, das ist der Grund, weshalb ich mich im Auto nicht anschnalle. Ja, wisst ihr, warum man sich im Auto anschnallen soll? Weil wir Eigentum des Papstes sind. Und wenn wir unangeschnallt sind, dann können wir sein Eigentum beschädigen, wenn wir einen Unfall haben. Und ich zeige dem Papst den langen Finger. Ich schnall mich im Auto nicht an, seit über 20 Jahren. Ist auch sicherer. Und wie machst du das dann, dass es nicht mehr piept? Bei mir piept es nicht. Ja, und bei mir leider. Ja, schon. Ab und zu muss ich ihn mal kurz anschnallen, weil die Polizei hat mich in Löwen einmal erwischt. Das hat mich gleich 110 Euro gekostet. Und deswegen, also öfter, wenn ich jetzt in der Stadt reinfahre oder so, aber ich fahre ganz selten in die Stadt, dann mache ich das. Aber sonst, wenn ich auf Autobahn oder sonst wo fahre, schnalle ich mich nie an. Heute bin ich 60 Kilometer zu meinem Kunden hin und 60 Kilometer zurückgefahren. Deswegen fährt man Motorrad, ja. Ich kann ja probieren, meinen Weinprobekoffer aufs Motorrad zu schnallen. nee, aber deswegen, aber jetzt mal ganz im Ehrlich, ganz mal um die Scheiße reden. Deswegen schnalle ich mich nicht an, weil der Papst hat ja die Person erfunden und die Person ist seine Schöpfung, ja. In den Beiwagen. Also im Stau wärst du der Renner, Jörg, ne? Also bitte? So im Stau wärst du der Renner. Ja, im Stau wäre ich der Renner, ja. Muss ich nur den Koffer aufmachen und jeden mal probieren lassen, ne? Jetzt um mal auf das Thema zurückzukommen, ernsthaft. Die Erfindung der Person, dieses künstlichen Menschen, dieses Strohmanns, wie andere Leute es auch nennen, ist ja eine Gegenschöpfung. Ja? Gott hat seine Schöpfung mit der Erde und allem drum und dran und allem, was da drin ist, und er schöpft jeden einzelnen Menschen. Und der Papst sagt, nee, das ist nicht die Schöpfung, ich werde jeden Menschen schöpfen und gebe ihm bei der Geburt bereits eine Urkunde, wo ich beurkunde, dass die Person jetzt meine Person ist. Und für diese Person, das ist ein humaner Mensch, ein Human, das Wort kommt von You, ist ein altes Wort für Gott, Gott, Mensch. Ja, nach Offenbarung, nach Genesis 3, nach dem Motto, man hat der Schlange gehorcht, ne? Wir werdet sein wie Gott. Oder wie die Götter, wie die Schlange es sagt im Original. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist im Grunde ein ganz logischer. Der Papst macht hiermit eine Gegenschöpfung, gegen die Schöpfung unseres Herrn. Er lässt für diese Schöpfung eigene Rechte, Menschenrechte, humane Rechte und alles drum und dran. Und wenn man sich eben, toll Max, und wenn man eben sich dem Papst unterstellt, dann sind eben auch diese Menschenrechte für einen geltend. Und Rechte, die der Antichrist gibt, die kann er auch wieder wegnehmen. Schaut, Gott gibt uns keine Rechte. Gott gibt uns Gesetze, er gibt uns Ordinationen, er gibt uns Gebote, an die wir uns an die wir uns halten sollen. Und er gibt uns keine Rechte. Aber der Antichrist, der gibt uns Rechte. Und da muss man mal drüber nachdenken. Nur, das ist wie mit der Krone, was Henry Gerton Guinness ja auch, ich glaube im zweiten Teil haben wir das mit Gang nach Canossa, hatten wir das besprochen. Eine Krone, die der Papst aufsetzt, hat der Papst auch wieder die Macht wegzunehmen. Ja? Und das ist eben in der Schöpfung vom Papst so. Und das ist mein Grund, oder mit ein Grund, weshalb ich mich im Auto nicht anschnalle. Ganz einfach. Ich glaube, ich lasse das mal ausschalten von meiner Werkstatt. Da gibt es, glaube ich, einen Mechanismus. Ja, bei mir piept es im Auto nicht. Ich habe das damals ausschalten lassen, weil, weiß ich nicht, weswegen, hatte irgendwie einen Grund mit den hinteren Dingen da, und bei mir vorne, das piept also nicht, wenn ich mich abschnalle. Bei mir ist auch seit 2,5 Jahren oder sowas, ist die Lampe des Airbags an. Was sagt deine Mutter dazu, wenn du sie mal mitnimmst? Die schnallt sich auch nicht an. Okay. Wir waren früher auch nicht angeschnallt, als es noch keine Pflicht war. Und da ist, ich denke mal, weniger passiert als heutzutage. Ich weiß, ich habe meinen Führerschein 1985 gemacht und die Anschnallpflicht in Deutschland war ab 1983, glaube ich. Also ich habe es gerade eben die Zeit verpasst. Und damals habe ich mich immer angeschnallt, aber dann habe ich damals einen Job gehabt. Als Soldat hier in Brüssel war ich Chauffeur eines 3-Sterne-Generals. Und da bin ich im dicken 24er S-Mercedes gefahren, im Panzer, eine gepanzerte Limousine. Da durfte ich mich nicht mehr anschnallen, weil man muss ja schnell aus dem Auto rauskommen, wenn irgendwas passiert, ne?
Ja, klar. Ja, wenn ich mich da nicht anschauen muss, warum denn in meinem Auto, ne? Dann habe ich aber einen guten Tipp. Dazu sagen, die Autos waren ja früher auch mehr oder weniger aus Stahl gefertigt. Heute sitzen wir ja wirklich nur in Plastik, ne? Naja, also Blech ist es schon noch, aber natürlich nicht mehr so dick und stabil wie damals, ne? Davon abgesehen, ja. In Plastik saßen die damals in der DDR, ne? Wartburg und Trabi, ne? Der Trabi war ja der Plastikbomber, ne? Ja. Jasmin, also ein kleiner Tipp. Ich habe auch so ein piependes Auto und ich schnall mich selbst seit einem guten Jahr. Eigentlich aus anderem Grund, aber hat schon mit dem Personending als Hintergrund da. Steckt einfach hinter den da rein. Oder sei richtig dreist und hol dir einen von woanders, von einem anderen Modell gebraucht und steck den einfach ohne Gurt, einfach nur den Clip da rein. Machen auch einige. Ja, ich habe so einen Hundegurt. Das hat also auch diesen Clip-Anschnallfunktion, den kann ich ja dann da reinstecken. Voll die Anschnallrebellen hier heute. Ja, also statistisch gesehen ist es auch ein bisschen sicherer. Also die meisten Unfälle, die wirklich heftig sind und einen Gurt erfordern, da bist du froh, wenn du mit dem Körper am Airbag vorbei aus der Scheibe fliegst. Ja. Ansonsten bist du sowieso zerkrüppelt. Und ich hab's gemacht, weil ich mich wohler fühle. Und wenn ich nicht alleine fahre, also mit Kindern oder Hund, meiner Partnerin, was auch immer, bin ich immer unangeschnallt, weil dann fahre ich auch automatisch so, dass wirklich überhaupt nicht, ne, und so. Also wenn die Hunde nicht fliegen, dann brauche ich auch keinen Gurt, also so nach dem Motto. Aber trotzdem stimmt das schon mit dem Anschnallen und dem Personenschutz. Wenn Glauben unterwegs ist, dann was soll einem da sowieso passieren, ne? Also ich denke mal, das ist so der Hintergrund da, was Jörg damit meint, denke ich mal. Ja, und bei 200 auf der Autobahn, also da brauchst du kein Airbag, kein Gurt mehr, wirklich. Da bist du froh, wenn du am besten die Scheibe vorher rausnimmst. Mehr. Und eben, da wirklich rausfallen am besten. Also wirklich reinklicken und dann hast du wenigstens die Ruhe und es fühlt sich freier an, es ist angenehmer. Ja, obwohl ich eine Gurthöhenverstellung habe, das Ding schrabt immer an meinem Hals und ich fühle mich einfach nicht wohl, wenn ich angeschnallt bin. Das kommt dann noch mit bei. Ja, ab und zu muss ich mich ja mal anschnallen, weil ich habe keinen Bock, jedes Mal 110 Euro zu bezahlen. So viel Wein kann ich ja nicht verkaufen, dass ich die Bußen bezahlen kann. Ne? Ach ja, der zweite Tipp, genau. Ich habe einen LKW, der ist von 85, der hat keine Gurte und der ist dann auch ohne Unfall Anschnallpflicht. Und dann holt man sich einfach auch ein Auto, was kein Gurt hatte, als es gebaut wurde. Denn dann besteht auch aktuell, wenn man keine nachrüstet, dann erst recht, klar, aber sonst keine Anschnallpflicht. Müsste überall so sein. Aber also wie weit musst du denn da noch zurückgehen, um ein Auto ohne Gurte kaufen zu können? Oh, 60er, so ungefähr. Amerikanischen Chevrolet Impala kann ich da nur empfehlen. Der hat keine und hat eine durchgezogene Sitzbank vorne. Geil. Super. Die amerikanischen Autos, die haben ja alle schon Airbags, aber noch keine Sicherheitsgurte, ne? und auch keine Kopfstützen. Da schlägst du ja sowieso das Genick ab, wenn du da ohne Kopfstütze mitfährst. Also ich meine von daher. Oh ja, 67 oder so ist das. Also auf jeden Fall ein Mega-Gerät. Ja, und da ich es letztens zum ersten Mal auch überlesen habe in der Bibel, ich fand es sehr interessant, dass eben auch, ich glaube da im Luthers-Evangelium, im Matthäus meine ich, dass Gott die Person erwähnt, ne? Die Person spielt keine Rolle und damit ist auch eben genau nur diese juristische, ne, vor Christi Geburt erfundene Person halt gemeint, die Maske. Spielt keine Rolle, ob König oder sonst wer. Gott ist kein Respektor der Person. Ja. Das loszuwerden, das haben ja schon einige gemacht, haben ihre Geburtsurkunden per Notar praktisch als untauglich stempeln lassen und und haben das dann zurückgeschickt an das Einwohnermeldeamt mit Einschreiben, Rückschein, ja, und haben sich das bestätigen lassen, dass sie ab sofort für sich selbst die Verantwortung haben und sie keinen brauchen, der über sie im Prinzip bestimmt. Ja, oder verwaltet, also die Selbstverwaltung. Und dann bist du dann automatisch, wenn du das tust, auf der Liste der Reichsbürger. Ja, wollte ich gerade sagen. Also dann kriegst du aber auch keine Ansprüche mehr auf irgendwas und Krankenversicherung nicht und was auch immer. Ach, die kommen dann mit einem ganzes Polizeikommando, Einsatzkommando erstmal in dein Haus, ja, um dich dann dementsprechend erstmal vor der Nachbarschaft schön zu blamieren. Und wirst erstmal verhaftet. Ja, die lassen dich zwar wieder laufen. Ja, aber so wird das dann, man wird hier diskriminiert, wenn man das tut, weil man kann das tun. Und ich habe sogar einen Bekannten, der hat auch so ein Schriftstück vom Notar beglaubigt, auch direkt an den Vatikan geschickt. das war der Beste. Also im Grunde, was man machen müsste, ist ganz einfach, man nimmt seine ganze Geburtsurkunde und jedes andere offizielle Papier, das man hat, Führerschein und was weiß ich nicht alles und man geht aufs Rathaus und schmeißt den ganzen Kladderadatsch da auf den Tresen und sagt, hier habt ihr eure Person, ich bin ein von Gott geschaffener Mensch und bin nicht unter eurer Jurisdiktion. Ja. Das würde ich mitmachen.
LMAA mit Götz von Berlichingen abschließen und rausgehen. Ja? Dann musst du alles abmelden und im Prinzip dann Fahrrad fahren. Das Problem ist doch, dann kommt auch wieder Offenbarung 13 zum Tragen. Dann kannst du nämlich nicht handeln und kaufen. Genau. Weil wenn du nämlich keine Sozialversicherungsnummer hast, dann musst du mal versuchen, arbeiten zu gehen. Als Selbstständiger oder als Angestellter oder als Arbeiter, das kannst du gar nicht. Ja, nur als Schwarzarbeiter geht das. Ja, aber Schwarzarbeit kannst du dir ja abschreiben in dem Augenblick, wenn es kein Bargeld mehr gibt. Darf man das noch sagen, Schwarzarbeit, oder ist das jetzt auch schon da diskriminieren? Das diskriminieren bestimmt. Irgendwie ist das ja nicht politisch korrekt, ne? Ja. Von egal, ob sich da jemand dran jetzt Grauarbeit oder nicht. Ja. Also ich esse unglaublich gerne Negerküsse. Nur eben zu dem Thema. Und Negerküsse. Ein Ohrenbier. Früher aß ich noch Zigeunerschnitzel, als ich noch keinen hatte. Mit Zigeunersoße. Ja. Weil darf man kein Hamburger mehr essen oder ein Berliner. Ja, nur, wenn Victor, nicht zuhört. Jetzt heißt der Schaumkurs mit Migrationshintergrund. Das habe ich auch noch nicht gehört. Also, ist sowas von wurscht, wenn sich da jemand aufregt, bitte können Sie ruhig machen, ist mir egal. Am besten ist, man lässt sich gleich für irre erklären, dann kann man machen, was man will. Mit einem, ich glaube, dazu braucht man sich nicht erklären lassen. Ne, also ich denke mal, ähnlich wie den Mut, wirklich immer die Wahrheit zu sagen, scheint es auch vielen eben daran zu fehlen, eben in dieses sogenannte Naturrecht überzugehen, ne, auf die Person komplett zu verzichten. Denn dann ist man in dieser Welt definitiv so gut wie handlungsunfähig. Ne? Also ne, ohne gemeldete Sachen und so weiter, da hat man schon schwierig. Man kann ja auch mal eine Menge Handschlaggeschäfte machen, eine Menge Alternativen gehen. Einiges wird schwierig sein. Und wer will darauf schon verzichten? Oder wer kann? Wer traut sich denn da, die volle Wahrheit zu leben, ja? Es gibt schon ein paar, die leben im Wald, ja, und essen Regenwürmer und was weiß ich was. Na, so schlimm muss ja nicht sein. Diese Aussteiger, die gibt's ja. Die gibt's wirklich. Aber ich weiß nicht, ob ich das schon kann. Ja, aber die Zeit wird ja bald kommen, wo du das entscheiden musst. Na, ich sag mal so, mit ein bisschen Vertrauen, in Anführungszeichen, und Gottes Vertrauen, was soll schon passieren? Ja, ob man jetzt nur da ist, wo man ist, oder irgendwo hingeht, klar, irgendwann kommt jemand vorbei und meint, einen da rausnehmen zu können. Letztendlich darf er gar nicht, dann gehst du halt mal mit und wahrscheinlich kommst du auch wieder. Was soll denn schon passieren, wenn man sich vollkommen hingibt? Na klar, wird es dann schwierig, wenn man eine Familie zu versorgen hat, aber ganz im Ernst, an dem Prinzip, was ich gerade anspreche, so ändert sich daran trotzdem nichts. Du hast ja in der Theorie recht, aber es ist halt einfach so, deine Umgebung zieht da nicht mit. Ja, deswegen erntet man ja noch entsprechend dafür, wenn man diesen Weg geht, ne? Also, ja, du begibst dich da freiwillig in die Isolation, ne? Weil du halt einfach nicht mehr an diesem gesellschaftlichen Leben teilnehmen kannst. Denn die anderen sind ja nicht auf dem Wissensstand von dir, dass sie jetzt ganz genau nachvollziehen könnten, warum du dich so verhältst, wie du dich verhältst. Lass uns das Ganze doch mal biblisch betrachten. Immer. Unser Glaube ist so klein und Jesus wirft das seinen Aposteln ja auch schon vor, dass an einer Stelle, dass er sagt, wenn ihr richtigen Glauben hättet, dann würdet ihr diesen Berg da befehlen, ins Wasser zu stürzen und er würde ins Wasser stürzen. Oder Petrus, der übers Wasser läuft und dann versinkt. Warum? Weil er das Vertrauen verliert, weil er den Glauben verliert. Wenn wir wirklich glauben und ich nehme mich da selber ja nicht aus. Ich sitze ja auch hier noch schön in meinem Häuschen, solange ich die Miete bezahle. Solange wir nicht uns an Gott voll übergeben, übergeben wir uns in einer gewissen Art und Weise immer an dieses Antichristensystem. Ja, richtig. Aber wenn wir wirklich in Gott vertrauen, dann gehen wir aus unserem Haus raus und sagen von Gott, dein Wille geschehe. Mach mit mir, wie du für richtig hältst. Das ist richtiger Glaube. Und ich, bei all der ganzen Diskussion, die wir hier gerade eben die letzte halbe Stunde gemacht haben, wir sollten niemals die Bibel aus den Augen verlieren. Und wir sollten immer versuchen, alles im Wort Gottes zu tun oder zu denken oder zu sagen oder zu machen. Ja? Das ist eine lustige Diskussion teilweise mit den Geburtsurkunden und all die ganzen Sachen und anschnallen, ja oder nein. Ich finde auch, man muss auch hier und da mal lachen, aber wir sollten die Seriosität nicht aus den Augen verlieren und wir sollten auf Gott vertrauen. Und wir sollten nicht nur sagen, wir vertrauen auf Gott, sondern
bei ihren Taten werdet ihr sie erkennen, hat Jesus das nicht auch gesagt? Auch uns wird man an den Taten erkennen. Wenn wir diesen Schritt machen, dann wird man uns an diesen Taten erkennen. Ja. Aber natürlich, wir leben hier im Norden Europas, da ist das nicht so leicht, weil der Winter steht vor der Tür und wo findet man denn Unterschlupf, wo kann man dann überleben? Ja, nein, die Gedanken muss ich mir ja gar nicht machen. Gott wird für mich sorgen. Das ist mein Glaube. Ja, wenn müsste man halt irgendwo unterkommen. Letztendlich kannst du ja nicht mal irgendwo in den Wald gehen, ja, weil alles ja privatisiert worden ist und es irgendeinem Bauern gehört. Das ist das Problem. Ja, keine Gedanken. Ich bin da ähnlich wie Jörg gerade. Ich habe genau, Jörg, genau deswegen habe ich das gesagt. Denn ich kann mich da als einziges Beispiel auch nur erwähnen. Ne? Also wenn es nun darum geht, Gelder zu bekommen, irgendwie um seinen Krempel zu bezahlen, der letztendlich dann sowieso, also wenn schon gesagt wird, gibt dem König, was dem König gebührt. Also insofern müsste man an der Stelle nur überlegen, ob jetzt nur Eigenheim oder nicht. Ne? Wenn man dann nicht mehr zahlt, wem gehört es dann letztendlich? Wenn man dann ohne Person da rausgeekelt wird, dann muss man sich einfach dem hingeben. Also ich meinte das wirklich praktisch, bei jedem muss er überlegen, so wer wie was wie weit geht. Ich bin an einigen Stellen schon sehr weit gegangen, muss ich sagen. Und das ist auch gerade dann, wenn man ein junger Familienvater ist, immer so ein bisschen grenzwertig. Ne? Also man kann ja vielleicht versuchen, mal alleine zu entscheiden, mal gucken, wie das dann in der wirklichen Welt hier klappt, dementsprechend hier als sogenanntes geistiges Oberhaupt der Familie dann hier wirklich bestimmen zu dürfen und zu gucken, wer dann wie mitzieht. Ne? Und dann das sogenannte Ding mit dem Kind, ne? Und was passiert, wenn man jetzt dies oder jenes nicht zahlt, zum Beispiel dieses, na, es gibt ja Grundstücksteuer, Miete, was auch immer. Und was passiert denn dann genau? Wenn einem das, ich sag jetzt mal mir, in Anführungszeichen, scheißegal ist, weil ich mich vollkommen hingebe, dann ist das schön, wenn das für mich so gilt. Aber schwierig wird es eben, wenn man dann eben nicht mehr nur für sich alleine so steht. Aber gerade dann fehlt es eben umso mehr noch. Ja. Und genau deswegen habe ich das gerade gesagt, also im vollen Ernst. Also ich bin mit jedem Tag mehr bereit, mich hinzugeben und an vielen Stellen auch nicht mehr bereit, dieses gewisse System, wenn da etwas gefordert wird, bitteschön, dann nehmt es halt. Ne? Und ansonsten, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so weit, dass ich da aus der Bibel wirklich raus habe, wo ich da im praktischsten Sinne stehe. Denn den Spruch, gib dem König, was dem König gebührt, was der im Einzelnen alles für mich jetzt hier in diesem Leben bedeuten kann, habe ich ehrlich gesagt noch nicht raus. So gib ich jetzt Cäsar, was Cäsars ist und gib Gott, was genau. Gottes ist. Was ist denn, genau. Was ist denn Cäsars? Cäsars ist das Materielle und Gottes ist das Geistliche. Ja. Mhm. Ja, also ich glaube nicht, ich hab das auch noch nicht so lange verstanden. Früher stand ich da auch wie Ochs vom Berg. Ja, was ist denn das? Aber Jesus sagt es doch ganz deutlich. Zeigt mir eine Münze. Wessen Gesicht ist denn da drauf? Ja, Cäsar. Ja, dann gibt Cäsar, was Cäsars ist und gibt Gott, was Gottes ist. Und was ist Gottes? Was ist unser Befehl für unseren Vater im Himmel? Liebe deinen Vater im Himmel mit deiner ganzen Macht, mit deinem ganzen Herzen, mit all deiner Kraft, mit allem, was du hast. Ja, liebe ihn, halte seine Gebote und bete ihn an in Wahrheit und im Geiste. Und alles, was nicht Wahrheit und Geist ist, ist materiell. Und das kann der Antichrist bitte schön haben. Bitte, gib's ihm. Soll er doch glücklich werden damit. No. Aber er wird nur auf eine materielle Art und Weise glücklich. Er wird nie glücklich auf eine geistliche Art und Weise. Und ich möchte geistlich glücklich sein. Ich wollte euch gleich sagen, also der IFA aus der Schweiz, was bringt diese ganze Rebellion? Also ich denke, mir persönlich, ja, ich muss auch immer wieder mich fragen, oder wo will ich mich diesem System weiter unterordnen? Oder wo bin ich eigentlich schlussendlich während dieser kurzen Zeit auf der Welt gezwungen, wenn ich meinen Auftrag, meinen missionarischen Auftrag auch erfüllen möchte, im gewissen Sinn eben, dem Cäsar zu geben, was dem Cäsar gehört, oder? Also ich weiß nicht, was einem weiterbringt oder was auch für die Familie das Beste ist, ständig nur rebellische Gedanken oder auch sagen, okay, gut, ich meine Pflichten erfülle ich, aber ebenso sorge ich mich um mein geistiges Leben, um die Schätze im Himmel, oder? Ich glaube, es ist sehr treffend, dass Stefan ausgerechnet heute das Buch hier in die Diskussion gestellt hat, Herrscher des Bösen. Kapitel 24, Kapitel 24 und 25 sind essentiell zum Verstehen. Ich habe jetzt seine Übersetzung noch nicht gelesen. Und ich hatte damals, ehrlich gesagt, im Englischen, ich hatte Probleme damit, das wirklich richtig zu verstehen. Aber Tapasaucy bringt es absolut auf den Punkt.
Rebellion ist nicht unser, genau. Ist nicht richtig. Genau. Wir müssen uns diesen Herrschern auf dieser Welt unterschicken. Ja? Weil wir schwächer sind. Römer Kapitel 13 ist ein oftmals missbrauchtes Kapitel. Alle Macht ist von Gott gegeben und deswegen muss man sich ja unterstellen, wer rebelliert gegen die Macht von dieser Erde, der rebelliert gegen Gott. So ungefähr geht das in Römer 13. Man muss dabei natürlich nur berücksichtigen, solange diese Regierung, unter der wir hier leben, sich nicht einmischt in die ersten 4 Gebote der 10 Gebote. Da fällt für mich die Grenze. Das hat sie ja schon getan. Wenn ich verpflichtet werde, nicht mehr den Sabbat halten zu können, sondern den Sonntag halten muss, das bin ich nicht. Genau. Ich halte immer noch den Sabbat. Ja, ich werde daran nicht gehindert. Ich für mich selber habe einen einzigen Gott, den einzigen wahren Gott aus der Bibel, keine anderen Götter. Ich missbrauche den Namen Gottes nicht, ich mache mir da keine Abbildung von und ich halte den Sabbat. Ich halte die ersten 4 Gebote. Aber wenn der Staat, in dem ich lebe, dem seine Regierung eingreift in diese ersten 4 Gebote und entweder mir andere Götter vorpräsentiert oder mich verpflichtet, irgendwelche Abbildungen anzubeten oder mich verpflichtet, den Namen meines Gottes zu missbrauchen oder mich daran hindert, den Sabbat zu halten, wie Gott ihn ordiniert hat, dann kündige ich meine Treue diesem System ab. Davor, wenn ich in diesem System lebe, dann verdiene ich an dem System und dann muss ich für das System auch die Steuern bezahlen, die ich ihm verschuldet bin. Ob ich es gerne habe oder nicht. Genau. Da lässt sich nun mal nichts dran machen. Diese Diskussion. Ich lebe in dem System, dann muss ich auch dem System geben, was das System will. Ich kann mich da nicht frei von sprechen. Deswegen ist ja Tapper Saucy selber damals angeklagt gewesen. Ich meine, vielleicht kennt ihr ja die Hintergründe nicht. Tapper Saucy hat ein Buch geschrieben vor Rulers of Evil, The Miracle on Main Street. Und da ging es auch um die ganze Steuergesetzgebung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und er selber wurde ja damals angeklagt, der zwischen Anführungszeichen Steuerhinterziehung. Und sein Ankläger war ein Jesuit. Das lesen wir im ersten Kapitel dieses Buches. Ja? Und deswegen hat er überhaupt erst die ganzen Nachforschungen über die Jesuiten angestellt. Weil er sagte, ja, wenn mich hier ein Jesuit anklagt, was sind denn das für Typen? Und deswegen hat er überhaupt das ganze Buch geschrieben. Aber in Kapitel 24 und 25 kommt er zu einer Feststellung, kommt er zu einer, im Englischen sagt man schon, Konklusion, wie heißt denn das im Deutschen? Schlussfolgerung. Danke, eine Schlussfolgerung, ja. Kommt er zu einer Schlussfolgerung, oder einer Summe dieses Buches und erklärt ganz deutlich, warum wir hier unter dem Zeichen des Kain leben, das ist glaube ich Kapitel 24, und was die zwei Ministerien in aller Folge, also vor allen Dingen in Kapitel 25, wir können ja eben gucken, ich habe es ja, glaube ich, auf hier noch. Nee, habe ich schon dicht gemacht. Mache ich es nochmal eben auf. Wir können es mal eben angucken, ob der Stefan das da geschafft hat, das da so reinzubringen. Bin ich eingestellt. Oh, jetzt habe ich jetzt gar nicht zwischen. Da muss ich ja eben in Downloads gehen, sicher. Ach, Mist hier, warte mal eben. Computer, sieh zu. Ach Mensch, nochmal, wo gehe ich denn hin hier? Da bin ich doch gar nicht hin. Mann! Oh, muss mal was trinken. Ja, wahrscheinlich. Downloads. So, Herrscher des Bösen. So, und da ist am Ende, im letzten Kapitel, ist eine Tabelle, normalerweise. Wollen wir eben sehen, inwieweit wir die hier mitnehmen können. Ah, hier ist das Buch schon vorbei. Die ganzen Päpste. Das ist der Anhang hier, wa? Hier, das ist es. Das ist das, worüber ich sprechen wollte. Herrschaft des Gesetzes, Rechtsstaatlichkeit. Mal gucken, was war 150%. So könnt ihr das alle gut sehen, ne? Folgende Seite. War da nicht noch eine Tabelle? Hier. Das Evangelium sagt, dass wir büßen müssen über einen sündigen Lebensstil. Aber das Gesetz in den Staaten, in denen wir hier leben, das sagt, diesen sündigen Lebensstil, da müssen wir nicht Buße von tun, da müssen wir uns nicht von verabschieden, nein, wir müssen diesen Lebensstil verwalten. Das Evangelium sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selber, aber das Gesetz sagt, erlange Vorteile gegenüber deinen Nächsten. Liebe und segne deine Feinde, sagt das Evangelium, und hier sagt es, erobere deine Feinde mit legalen Mitteln. Und was die legalen Mittel sind, wer bestimmt denn das?
Was ist denn das Motto der Jesuiten, was legale Mittel angeht? Der Zweck heiligt die Mittel, ne? Nee, genau. Gib frei heraus, ohne eine Belohnung zu erwarten, sagt die Bibel. Aber geben ohne geben erwartet Belohnung, sagt es hier. Schaut, deswegen feiere ich schon lange keinen Geburtstag und so einen Quatsch mehr. Weil jedes Mal, wenn man einem ein Geschenk gibt, dann fühlt der sich in eine Schuld versetzt, einem etwas zurückschenken zu müssen. Mhm. Und wenn ich ihm ein Geschenk gebe für 50 Euro, dann will er mir mindestens für 50 Euro zurückschenken. Sonst fühlt er sich in meiner Schuld. Aber die Bibel sagt, gib doch einfach, ohne eine Belohnung zu erwarten, gib einfach aus dir heraus, weil du kannst und weil du deinen Nächsten liebst, wie dich selber, ja, und weil du deinem Nächsten helfen möchtest. Das ist wirkliche Liebe, das ist wirkliche Wohltätigkeit. Es ist und viel nicht, schöner, wenn da kein Geld zugrunde liegt. Das habe ich ja schon gemerkt, auch mit Freunden, wo man früher so gesagt hat, ja okay, gib mir einen Zehner dafür und so, und dann passt das schon, und andersrum das Fahrrad dann irgendwie genommen und irgendwie 50er dafür genommen, alles klar. Man wäre immer dann irgendwie von der Situation, hätte sich davon entfernt und hätte immer so das Gefühl, ja, irgendwie betrogen worden zu sein, obwohl das irgendwie nie eigentlich tatsächlich so war. Immer wenn Geld zugrunde liegt, hat man das immer irgendwie im Hinterkopf, obwohl das eigentlich tatsächlich überhaupt nicht der Fall ist. Und ich war zuletzt mal in Braunschweig einen Freund besucht und es ist tatsächlich einfach so, ne, was meines ist auch dein, so in dem Sinne, das Fahrrad dabei halten können und soll es verkaufen, von dem Geld soll ich einfach mal Besuchung fahren hier, Zug oder so. Und es war so viel schöner, generell auch der Abend, als sonst überhaupt. Und es ist tatsächlich so. Also nur mal so kurz nebenbei. Ja, danke. Eben Jörg, wir hatten ja die Diskussion eben bezüglich dem Thema von vorhin, bereits von vor mehreren Wochen, bilateral. Hörst du mich? Ja. Super. Eben, und für mich, ich habe da wirklich auch Antworten gekriegt, oder? Weil eben man ist oft im Zwiespalt, und jetzt, wo ich nochmals 24 und Kapitel 25 aus dem erwähnten Buch Herrscher des Bösen gelesen habe, mit der passenden Bibelstelle, glaube ich es zu verstehen, und es gibt mir auch viel mehr Ruhe darüber, oder? Weil eben, wie du sagtest, wer sind denn wir? Nur weil wir jetzt, also nur, weil wir an Jesus Christus glauben und uns als Christen bezeichnen, sind wir nicht besser als die anderen. Weil auch wir sind auf Gnade angewiesen und schlussendlich nichts Besseres in dem Sinne. Also deshalb auch die Rebellion gegenüber dem System, gegenüber dem Staat, wo führt das hin? Man sieht ja, das will Gott ja gar nicht, oder? Und wir sollen ja nicht irgendwo durch... Nein, er will, dass wir das erleiden hier im System. Weißt du, ja. Jesus Christus hat ja auch gelitten, und er hat gelitten für uns alle. Und wir sollen auch leiden in diesem System. Weil ohne Leid, ohne Verfolgung, was beweisen wir denn dann, dass wir anders sind als die anderen? Ja. Jeder trägt sein Kreuz. Jeder trägt sein Kreuz, ja, wie Jesus Christus gesagt hat. Und ich glaube auch, Sarkasmus. Nimm auf dein Kreuz und folge mir, hat er gesagt. Ja. Aber was heißt das denn, sein Kreuz aufzunehmen? Das heißt doch hauptsächlich in meinem Verständnis doch zu leiden für den Herrn, so wie er für mich gelitten hat. Dass ich mich demütig zeige und dass ich ihm diene und eben nicht dem Menschen hier in diesem System. Nur, genau, wir sind alle natürlich irgendwo abhängig von diesem System. Und ich sage es jetzt mal ganz klipp und klar, meine Mutter hört das jetzt nicht gerade gerne, wenn sie das hier jemals schaut. Meine Mutter ist vor ein paar Jahren zu mir gezogen, weil ihr Bein amputiert wurde. Und ich wollte natürlich nicht, dass sie in Deutschland irgendwie in ein Heim gehen musste oder sonst irgendwas. Hab gesagt, komm bitte bei mir wohnen. Und wir machen das schon zu zweit, ich sorge für dich. Ja, inzwischen sorgt sie beinahe mehr für mich, aber das ist jetzt eine andere Sache, da wollte ich gar nicht drauf raus. Der Punkt ist der, wenn ich meine Mutter nicht hätte, wenn ich alleine wäre, dann würdet ihr mich heute auf Skype nicht hören. Dann wäre ich nämlich gar nicht mehr hier. Dann hätte ich nämlich schon längst, ich habe noch, ich glaube, 3.000 Euro, die ich von der Bank nehmen kann, dann sind meine beiden Überziehungskredite beide auf minus 12.500, da stehe ich 25.000 im Minus. Dann habe ich aber noch ein bisschen Geld in der Tasche, dann hätte ich mich verdünnisiert. Und hätte gesagt, ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Ich will mit diesem System nichts mehr zu tun haben. Und dann hätte ich es Gott überlassen, wie ich lebe. Bitte nicht, deine Lesungen sind zu wertvoll. Wir brauchen dich. Ich wünsche, dass ich weiterhin Joker 66 hören kann. Nein, Spaß beiseite. Nein, es ist kein Spaß, es ist ernst gemeint. Aber auch als zweites Gedankenanstoß. Was wären wir dann, wenn wir rebellieren für unsere Umgebung, für unsere Nächsten?
sind wir da noch ein Vorbild in Bezug auf Jesus Christus, auf das Evangelium? Ich denke nicht. Rebellieren. Ich meine, wenn wir nach dem Glauben leben, dann, du meinst doch damit im Glauben leben, oder nicht? Nein, er meint, wenn wir gegen dieses System rebellieren, nach dem Motto, wir wollen unsere Steuern nicht mehr zahlen. Da gibt es ja viele Punkte, wo das im Konflikt steht, sag ich mal. Ja, aber irgendwann werden wir alle an den Punkt kommen. Ja, wie gesagt, der Punkt, an den wir kommen, deswegen habe ich ja die ersten vier Gebote angeholt. Ja? Mhm. Solange dieses System, in dem ich lebe, die ersten vier Punkte der Gesetzestafel nicht antastet, lasse ich das über mich ergehen und erleide ich, was dieses System mir erleiden lassen muss. Darüber muss man nachdenken. Genau über das, das ist der einzige Grund, das sehe ich mittlerweile genau gleich wie du. Aber also es geht halt um die ersten vier Gebote. Wir müssen uns nicht selber Gerechtigkeit verschaffen. Gott wird schon gerecht handeln am Tage des Gerichts. Für jeden, der den letzten Atemzug genommen hat und vor dem Schöpfer steht. Also das haben wir nicht wir zu beurteilen oder zu urteilen. Wir sollen mal in erster Linie für unsere eigene Sache einstehen und für unsere Sache gerade stehen und das so machen, wie es in der Bibel vorgeschrieben steht. Meine Meinung, also ist nicht Meinung, so. Sondern das ist meine... Wenn man sich an Glauben hält, das sind die wunderbarsten Sachen. Ich kann nur noch mal wieder sagen, dass ich mit meiner Freundin hier zusammenlebe und sie hat ja Narkolepsie, das ist eigentlich eine nicht zu therapierende, laut Schulmedizin, eine Krankheit. Und nur durch den wahren Glauben ist sie geheilt. Bis heute keins der BTMs mehr nehmen müssen. Und Narkolepsie ist eine Krankheit. Ja, wenn ihr euch da erkundigt, dann kommt auch zu dem Schluss, dass die Schulmedizin halt sagt, ja, alles klar, hier kriegst du einen Stempel und jetzt hast du die Krankheit dein Leben lang. Und nur durch wahren Glauben, und das ist wichtig, ja, durch wahren Glauben mit offenem Herzen ist sie geheilt. Bis zum heutigen Tag kein einziges BTM mehr genommen. Und das sind die wundersamsten Dinge, die ich seitdem erleben durfte. Also auch mit meiner Freundin und auch ich alleine. Wo auch wirklich nur der Glaube zugrunde liegt. Ja. Und deshalb hätte ich da gar nicht so auch jetzt groß Bedenken, wo wir vorhin bei dem Thema waren, dann irgendwie im Wald zu leben oder so, weil ich wüsste, mir würde überhaupt nichts passieren. So, ne? Was sollte mir denn bitteschön passieren, ne? Wenn der Schöpfer selbst da irgendwie die Hand da über einen hält, so ein Stück weit. Ne? Und wie können wir, das finde ich eine schöne Geschichte und das ist sicher, kann sicher so richtig sein, aber wie können wir ein Licht in der Erde sein, wie können wir Salz für die Erde sein, wenn wir uns verziehen, wenn wir uns abkapseln, wenn wir uns zurückziehen? Ich glaube nicht, dass Jesus das gemeint hat, also die Postel aussendete. Da kann ich so Gedanken machen, denke ich. Wir müssen uns des Namen Jesu brüsten, wo immer wir sind. Ja. Und ich mache das hauptsächlich durch meine Veröffentlichungen auf YouTube. Und ich stecke meinen Glauben und alles nicht unter Stühle oder Bänke, wenn ich zu Kunden gehe. Und die meisten Kunden, zu denen ich gehe, sind jesuitisch und katholisch erzogen. Hier in Belgien ist das grauenvoll. Ja? Aber ich stecke meinen Glauben nicht unter Stühle und Bänke. Und wenn ich bringe das Gespräch da selbst nicht unbedingt drauf, aber wenn da irgendwas drauf kommt, dann stehe ich dahinter. Ja. Super. Ja, und das ist das, was wir machen müssen. Anders. Jedes Mal, wenn wir anderen Menschen begegnen, dann müssen wir zu Jesus stehen. Ich will nicht sagen, dass wir unbedingt gleich als erstes damit auspacken müssen und denen gleich die Bibel um die Ohren hauen müssen. Das sage ich nicht. Aber ich sage, dass wir auf gar keinen Fall Jesus jemals verleugnen dürfen. Und absolut. Wenn wir angesprochen werden, dann müssen wir Jesus bekunden. Denn wenn wir ihn bekunden, dann wird er uns auch vor seinem Vater bekunden. Und was ist denn sonst wichtig auf dieser Erde? Nix. Kannst mal, ja nichts mitnehmen. Mal eben noch eine Überlegung dazu. Die Verpflichtung, Wissen, erworbenes Wissen weiterzugeben und die Verpflichtung, das Evangelium zu predigen, kann ich ja nicht damit nachgehen, indem ich mich jetzt selber in den einsamen Wald verkrieche. Und dann letzten Endes nur schaue, dass es mir persönlich gut geht. Ich denke, da liegt einfach mehr christliche Verpflichtung im Gebot der Nächstenliebe drin. Mhm. Oder wenn man so will, die letzten sechs Gebote wären ja nur völlig überflüssig, wenn jeder jetzt alleine dazu bestimmt wäre, für sich selber glückselig zu werden in der Wildnis oder wo auch immer. Aber alleine schon, weil Jesus sagte, dass die zehn Gebote zu reduzieren auf zwei Hauptgebote im Neuen Testament,
Wobei das zweite dann heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selber, besteht doch eigentlich damit auch unsere Verpflichtung darin, möglichst den anderen mit möglichst viel Liebe und Respekt entgegenzukommen und ihm dann auch eine Hilfe zu sein. Und das kann ich ja nicht, wenn ich mich komplett von dieser Gesellschaft entferne. Absolut. Sehe ich auch so. Das ist so. Und ich denke auch, dass wir automatisch in jede Situation geleitet werden, wie schon davor auch. Und vorher war es uns vielleicht nicht so bewusst, aber es wird jetzt immer bewusster. Ja, und egal, was jetzt auf uns zukommt, egal, Männchen, Weibchen, ja, das sind verschiedene Situationen. Wir werden alle geleitet. Und er hat die Arbeit bei uns begonnen und er wird sie auch beenden. Schöner Teil, Epheser 6, Kapitel, ja. Zieht an den ganzen Harnisch von Gott, ne? Lass uns nochmal eben auf das Rulers of Evil hier, Herrscher des Bösen, nochmal zurückgehen, wo Stefan sich diese Arbeit ja gemacht hat, diese 300 und Seiten zu übersetzen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Für mich hört heute Weihnachten und Ostern bei Weise von Sprechen zusammen, wenn die mir was sagen würden. Also. Ich wollte gerade sagen. Also nur, dass ihr mal versteht, was ich da... okay. Vergebe Schulden und Verletzungen, sagt die Bibel. Und unser Gesetz, in dem wir leben, sagt, lass für Schulden und Verletzungen bezahlen und belege sie mit Zinsen. Predige das, wer auch immer die Beweise von Christi Leben, Tod und Auferstehung glaubt, kommt in Gottes Himmelreich und Ewigkeit und erbt das ewige Leben. Aber die Herrschaft des Gesetzes predigt den abwesenden Gott, den unpersönlichen Gott von Kain, den Deismus und andere Glaubensrichtungen. So, und hier haben wir jetzt einen interessanten Teil, das fand ich im Englischen schon sehr interessant in der Lesung damals zu bringen. Herrschaft des Gesetzes lesen wir ganz links, die Rechtsstaatlichkeit lesen wir in der Mitte und was ist der Katholizismus, lesen wir an einem Ende. Herrschaft des Gesetzes verwaltet den sündigen Lebensstil. Die Rechtsstaatlichkeit macht das mit Gesetzgebung, durch Polizei, durch Strafjustiz, durch Philanthropie und durch Medien. Und der Katholizismus verwaltet den sündigen Lebensstil durch Pontifikat, Inquisition, die heiligen Sakramente und Medien. Die Herrschaft des Gesetzes hat den Wettbewerb, Erzielung eines Vorteils gegenüber dem Nächsten. Genau die Punkte, die wir gerade eben gesprochen haben, sehen wir hier nochmal. Ne? Sehen wir, ne? Diese Punkte besprechen wir hier jetzt nochmal. Okay? Herrschaft des Gesetzes. Herrschaft des Gesetzes sagt, Wettbewerb ist die Erzielung eines Vorteils gegenüber dem Nächsten, wobei das Evangelium sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, so müssen wir das sehen. Diese Rechtsstaatlichkeit wird dann durchgesetzt durch selbstsüchtiges politisches Handeln, Wettbewerb, Partisanismus und Nationalismus. Und der Katholizismus widerspiegelt hier 180 Grad umgekehrt das, was in der Bibel steht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst durch selbstsüchtiges politisches Handeln im Gewand der Ökumene. Zum Beispiel das Konzil zu Trient. Ah, das ist wohl nicht ganz richtig. Ne? Ökumene ist das Zweite Vatikanische Konzil. Wie gesagt, man muss das Buch noch auf Fehler korrigieren lesen. Ich habe jetzt auch keine Lust, die ganze Dinge durchzugehen. Ihr habt ja selber das PDF bekommen von Stefan. Schaut es euch an. Meines Erachtens eine unglaublich wichtige Arbeit, die er da geleistet hat. Und wir sollten uns die Mühe machen, das durchzulesen. Und vielleicht habe ich auch die Gelegenheit, das auf YouTube mal ganz zu lesen, das Buch, und das zu besprechen. Obwohl ich irgendwo denke, dass das vielleicht ein Schritt zurück wäre. Weil Herrscher des Bösen habe ich ja in der Zusammenfassung bereits besprochen. Aber nichtsdestotrotz ist das ein sehr, sehr wichtiges Buch, also davon mal abgesehen. Und wird auch sicher viele, viele Downloads geben, wenn wir das im Internet bereitstellen. Und ich werde das sicher machen, sobald der Stefan das freigibt und sagt, die Fehler sind da so weit raus. Und dann werde ich das auf archive.org zur Verfügung stellen und dann kann jeder sich das runterladen. Und dann werden hoffentlich auch viele Leute das lesen und vielleicht mit meiner Zusammenfassung zusammen, die sich die Videos noch anschauen und werden dann zu dem Verständnis kommen, dass wir in einer Welt leben, in der der Antichrist regiert und der Antichrist ist nicht irgendeine einzelne Person, die 7 Jahre vor Jesus Wiederkehr zu uns kommt, sondern der Antichrist ist seit 1500 Jahren Minimum bei uns. Es ist sogar die Ungerechtigkeit, die bereits in der Wirkung ist, wie Paulus das sagte zu der Zeit, als er seine Predigten zu den Heiden brachte. In dem Zusammenhang, deswegen hatten ja Michael und ich letztens mit Brett die 17 Lesungen gehalten über Peter war nie in Rom, also Petrus war nie in Rom und Petrus gegen Simon Magus. Da müsste man dann mal Apostelgeschichte 8 lesen, ja, ab Vers 10.
Da geht es um Simon, den Magier, der wirkliche Petrus, auf den Rom aufbaut. Eine tolle Lesung, die wir da in 17 Teilen in Englisch gemacht haben. Und dass wir zu der Erkenntnis kommen, dass wir eben in dem System leben, wo der Antichrist schon längst da ist und nicht irgendeine Gefahr ist, die irgendwann in der Zukunft zu uns kommt. Wie in dieser Welt leider immer wieder gelehrt wird. Und das ist auch ein bisschen mein Appell an diese Skype-Gruppe hier, dass ihr die Lehre, die biblische, historische und prophetische Lehre der Bibel, was den Antichristenantrag nach draußen tragt, dass ihr immer und überall darauf deutet, die 70. Woche von Daniel, Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis 27, wurde durch Jesus Christus vollständig erfüllt. Wer das nicht glaubt, wer das nicht bekennt, der bekennt nicht Jesus Christus. Und das ist der Geist des Antichristen. Das ist so wichtig, dass ich da die Sendung Der größte Betrug seit dem Garten von Eden von gemacht habe, und das sollte man jedem zeigen, der diese Sache noch nicht versteht. Und es sind leider, leider, leider die Mehrheit der Menschen da draußen, die dieser futuristischen, dieser Zukunftslüge des zukünftigen Antichristen erlegen sind und die keine Ahnung haben, warum es diesen Staat von Israel heute geben muss. Nur damit, wie Shakespeare gesagt hat, die Welt ist eine Bühne, damit der Antichrist auf der Bühne die 70. Jahrwoche von Daniel nach seinen Konditionen wieder spielen kann. Ganz, ganz wichtig. Und darum geht auch das Buch von Henry Gretton Guinness. Henry Gretton Guinness bezeugt auf jeder Seite seines Buches, dass die 70. Jahrwoche von Daniel beendet ist, dass sie erfüllt ist durch Jesus Christus und dass das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Und das, meine lieben Brüder und Schwestern, da dringe ich bei jedem persönlich an. Das müssen wir nach draußen bringen, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Mit Pamphleten, mit USB-Sticks, mit Videos, mit Audioaufnahmen, mit zur Not die Bibel in die Hand zu lesen, uns auf die Straße zu stellen und den Leuten ins Gesicht zu brüllen. Das ist die Wahrheit und ihr lebt eine Lüge. Und entweder werdet ihr mit der Lüge umkommen oder ihr werdet mit der Wahrheit ewig leben. Und damit bringe ich die Diskussionsrunde für heute, den Videoteil zumindest, zum Ende. Wir können dann gerne noch nach dem Video jetzt weitersprechen. Aber hier schließe ich das Video soweit ab. Maranatha. Die 10 Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter hab neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden.